Jo, Leute, willkommen zur Weihnachtsraumfolge auf dem Kanal. Und ja, wie ihr im Hintergrund seht, zocken wir mal heute ein neues Game an. Ja, Leute, auf jeden Fall heißt das Game Realm Royale. Vielleicht kennen schon einige von euch. Und zwar ist es ein Beta Access Game von Steam. Also man kann es auf Steam runterladen dabei. Und ja, ist auf jeden Fall ein Battle Royale Game. Das heißt, es leben wieder 100 Spieler und man kann sich bis zum Win vorkämpfen, wie bei Fortnite. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr nice Game. Wie schon gesagt, ist in der Beta. Das heißt, es gibt dabei noch nicht wirklich viele Sachen. Es gibt weder einen Battle Pass, noch gibt es hier bei Rüstung. Kann man sich wieder noch irgendwas auswählen. Shop ist auch irgendwie komplett noch weg. Ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein Beta-Game. Und ja, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel feiert. Also macht auf jeden Fall jetzt nach dieser Folge einen Eindruck. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Spiel feiert. Ob ich in der nächsten Zeit nochmal solche Gameplays bringen soll. Und ja, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns in eine neue Runde. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Pose-Wertung und ein Abo da. Dann würde ich mal sagen, hauen wir es in eine Runde rein und schauen, dass wir den Win bekommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Jo, Leute, sind wir im Spiel angekommen. Und ja, wie ihr schon seht, gibt es hier 5 Klassen, die man sich auswählen kann. Jede Runde kann man sich eine neue Klasse auswählen, Leute. Und jede Klasse hat seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Waffen, Leute. Und ja, es gibt auf jeden Fall Warrior, Engineer, Assassin, Mage und Hunter, Leute. Und ja, hier seht ihr auch hier die Beschreibung, was die alles haben. Es gibt auf jeden Fall 5 Klassen und ihr könnt euch jede neue Runde eine Klasse auswählen. Und ja, ich würde mal sagen, wir wählen uns jetzt mal die Klasse Mage aus, Leute. Und ja, wir sind auf jeden Fall im Spiel angelangt. Und ja, wir suchen auf jeden Fall uns einen geeigneten Platz, wo wir landen können, Leute. Auf jeden Fall seht ihr schon die Zone ist jetzt am Rand, Leute. Aber wir suchen uns jetzt mal einen Ort. Natürlich, unser Teammate markiert hier mal wieder Jaguar's Claws, Leute. Ist auf jeden Fall eine geile City. Und ja, ich würde mal sagen, dann fliegen wir auch gleich mal dorthin. Ist auf jeden Fall relativ schwer, so weit zu fliegen, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, machbar. Auf jeden Fall, Leute, werde ich euch im Laufe des Spiels alle Veränderungen zum Beispiel zu Fortnite oder PUBG zeigen. Und ja, die erste Veränderung, die ihr auch gleich sehen werdet, ist, wenn wir landen, beziehungsweise wenn wir hier runterfliegen, dann öffnet sich kein Fallschirm, Leute. Wir haben hier keinen Fallschirm im Spiel. Manche kennen es vielleicht, manche kennen vielleicht das Spiel auch nicht. Und ja, wenn wir hier landen, gibt es hier einfach nur so Aufschlageffekt. Und ja, wir auch nicht. Wir können uns hier mal unser Pferd, das gibt es hier auch in dem Spiel, da es ja hier eine relativ große Map ist und man hier natürlich irgendwo hinreiten muss. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in der City drinnen. Und es gibt natürlich 3 Arten von Truhen in diesem Spiel. Auf jeden Fall gibt es die Tränketruhe, die ihr auch gerade gesehen habt. Da bekommt ihr Tränke draus. Da gibt es hier die normale Truhe. Daraus bekommt ihr zum Beispiel Waffen und Fähigkeiten. Und dann gibt es nochmal die dritte, das ist normale Waffentruhe. Die ist aber relativ selten. Und ja, auf jeden Fall, wie ihr schon gerade gesehen habt, haben mich 3 Waffen bekommen. Und eine davon habe ich verkauft, da man auch Waffen verkaufen kann. Und ja, auf jeden Fall, die Waffen, wenn man die Waffen verkauft, bekommt man so eine Art Kristall. Und diese Kristalle kann man natürlich verwenden, um Sachen, ja, craften, wenn man so nimmt. Man kann sich hier geile OP-Sachen craften. Und auf jeden Fall haben wir hier schon mal unsere erste normale Waffentruhe. Normale Waffentruhe, aus dieser Truhe bekommt ihr nur Waffen. Aber da ich die Waffe nicht brauche, verkaufen wir die erstmal wieder und bekommen natürlich unsere Kristalle dafür. Und ja, auf jeden Fall sollte natürlich Zone gehen. Da die Zone relativ schnell ist und viel Damage macht, reiten wir jetzt mal Richtung Zone, Leute. Ihr sollt natürlich nicht die Zone übersehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt auch einen schönen Bug, Leute. Und zwar kann man hier die Wände raufreiten. Ist relativ nice. Kann man gut ausnutzen. So, auf jeden Fall sehen wir hier mal unten. Wir drücken nochmal Z, um das Pferd loszuwerden. Haben hier nochmal dann so eine Waffe. Die brauche ich aber nicht. Und deshalb verkaufe ich sie. Dann haben wir, oh mein Gott, Leute, eine Alter, Leute. Zu geil, Leute. Eine Poison-Waffe, die kann ich natürlich gebrauchen, weil ich ja auch ein Magier bin und natürlich mehr Poison-Damage mache. Auf jeden Fall habe ich hier in der normalen Truhe nochmal 2 Effekte gefunden. Und zwar habe ich hier nochmal die Wand. Kann ich euch zeigen. Ne, das war der Rückstoß. Das ist die Wand, Leute. Da muss ich noch ein bisschen rangewöhnen, wie ich das jetzt mache mit den Hotkeys. Auf jeden Fall war es gerade die Wand und dieser Rückschlag. Dann können wir noch mal ein paar Kristalle farmen. Und zwar haben wir jetzt schon fast 50 Kristalle, Leute. Sehr, sehr nice. The fog sets in. Und ja, das war auf jeden Fall dieser Zonensprecher. Das heißt natürlich, dass die Zone jetzt gleich mal kommt. Die können gleich auf die Map schauen. Die Zone ist dann hier schon am Rattern. Die Zone ist halt noch nicht so flüssig, deshalb solltet ihr natürlich aufpassen. Auf jeden Fall haben wir hier noch mal eine Fähigkeit. Und zwar ist es die Eisblock-Fähigkeit. Damit könnt ihr euch zu einem Eisblock verwandeln und dann halt, ja, resistent gegen Schaden und so weiter werden. Nehme ich aber jetzt auch nicht mit. Und ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir reiten knackig noch zu diesem anderen Haus, looten das nochmal und dann reiten wir schon in die Zone. Und ja, man hat natürlich auch unendlich Munition, wie man vielleicht schon bemerkt hat, manche.
da man ja auch keine Munition finden kann, dabei. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Spiels noch, da es ja ein Early Access ist, also eine Beta-Version. Ich crafte mal lieber zuerst. So, Leute. Und dann würde man sagen, wir craften uns mal. Okay, 120, also wir können uns auf jeden Fall noch keine Legendary-Waffe craften, aber zum Beispiel eine Legendary-Fähigkeit oder Legendary-Rüstung. Aber ich würde mal sagen, wir sparen uns auf die Waffe, weil die Waffe ist eigentlich eine der besten Sachen, die wir im Spiel haben können. Deshalb drücken wir wieder Z und reiten mal zu unserem Mate. Da können natürlich Gegner sein, ich habe keine Ahnung, warum er mich da irgendwie hindirigiert, könnte man so sagen. Jetzt leben wir auf jeden Fall noch 31 Gegner, also wir... Man kann den Spielmodus ja nur zu zweit oder zu viert spielen, also in Duo oder Squad. Und ja, auf jeden Fall, hier sind noch ein paar Drohnen. So, nochmal ein paar Fähigkeiten. Ja, trotzdem kann ich alles verkaufen, Leute, kann ich alles verkaufen. Dann habe ich schon mal 125 noch und dann... Okay, kann ich auch verkaufen, Leute. Da haben wir auf jeden Fall unseren Maid. Dann natürlich unser Pferd und reiten nochmal darauf. Okay, wir haben auf jeden Fall 200 Shards, Leute. Das heißt, wir sind voll. Okay, Leute, wir sind voll. Wir können jetzt nicht mehr oder weniger verkaufen. Deshalb würde ich mal sagen, wir, ich reite mal hier hin zu Crouch, weil hier ist noch der Amboss, der relativ in der Nähe von der Zone ist. Und bevor ich jetzt irgendwo in da hier irgendwo Zone reinlaufe und da irgendwo Gegner sind, möchte ich mir natürlich noch, hier meine Legendary Waffe gönnen. So, Leute. Okay, da kommt auf jeden Fall nochmal ein Loot Drop. Das ist auf jeden Fall so ein Flugzeug, wo dann, oder so ein Helikopter, Art Helikopter, wo dann der Loot Drop nochmal runter droppt. Und ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir. Leute, sollen wir das noch craften? Ich habe keine Ahnung. Ne, Leute, das geht nicht mehr aus. Wir müssen in der Zone, Ich würde mal sagen, wir reiten nach Crossing. Das ist wirklich eine der letzten Möglichkeiten, noch eine Craft zu craften, weil hier ist außerhalb der Zone und dann haben wir noch Crossring oder Crossing und Northport. So, wir leben auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist ein Gegner, Leute. Ja, nee, das war, glaube ich, so eine Maschine vom Engineer. Die schießt diese Raketen da oder Raketenkugeln, könnte man so sagen. So, auf jeden Fall, mein Teammate kommt gerade auch nochmal mit dem Pferd. Und wir gehen mal zu Crossing, heißt das. Ne, auf jeden Fall, das war kein. So, Leute. Brauchen wir Hilfe von dem Typen da, von meinem Typen. So. Ich gehe nochmal mein Pferd. Da war auf jeden Fall irgendwo noch ein Gegner. Das kann man schauen. Da ist er. Ja, ich glaube, ich renne weg, Leute. Ich renne weg. Das lohnt sich einfach nicht mehr. So. Okay, wir reiten auf jeden Fall einfach zu unserem, hier. Zu unserem Amboss. Okay, schießt er noch. Er hat mich schon gesehen, Leute. Ich würde mir aber trotzdem sagen, ich reite einfach mal zum Amboss. Leben noch. Es leben auf jeden Fall noch ein paar Leute. Okay, sie schießen die ganze Zeit auf mich, aber sie treffen nicht. Sehr schade für sie. Okay, wird auf jeden Fall noch was gecraftet. Okay. So, Leute. Jetzt sind auf jeden Fall noch Gegner drin. So, Leute. Der Zone kommt auf jeden Fall, aber wir können hier nochmal die Sachen hier. Okay, Leute. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein paar Equipment-Sachen bekommen vom Gegner. Ein paar Legendary-Sachen, muss ich wirklich zugeben. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ist die Runde gerade spannend. Wir haben gerade extremen Legendary-Equipment gerade vom Gegner bekommen. Sehr nice. Der sich gerade nur Rüstung gecraftet, das ist sehr, sehr nice. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder 1000 HP. Wir sind Max. Obwohl, ne, Füße haben wir noch normal. Wir können auf jeden Fall noch zu 1200, glaube ich, circa kommen. Okay, da vorne ist der Gegner. Okay, ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat.
Okay, hat mich noch nicht gesehen, ne. Sensei, ich würde mal selber sagen, wir... Geht auf jeden Fall ein Crossbow. Okay, ne. Geht auf jeden Fall so eine Poison Pistol, die nicht auf Range ist. Schade, schade. Das wusste ich selber gerade nicht, aber dachte, sie schießt einen normalen Schuss. Dann würde man sagen, wir reiten wir mal kurz weg. Er spielt auch Solo. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, gerade eine sehr, sehr spannende Runde. Meine wirklich erste Runde, wo ich unter den Top 10 bin. Okay, das ist noch ein Team, glaube ich. Scheiße, Leute. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage die Zone macht. Ich habe die noch nie, ich war noch nie in der Zone, Leute. Aber nur vom Hören und vom Sehen her macht die relativ viel, normalen Damage. Oh, Leute. Bin tot. Wir müssen uns ganz mal kurz mal Heal, Schild gönnen, unsere Rüstung reparieren, Leute. Leute, ich kann mal weg kurz, oder? Na, schade, Leute. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge, Leute. Und ja, könnt mir gerne nochmal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr weitere Folgen von diesem Spiel haben wollt. Natürlich könnt ihr auch nochmal oben rechts abstimmen. Da habe ich nochmal eine Abstimmung verlinkt. Und ja, sollte ich mal sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, Leute.